Hallo, herzlich willkommen bei Pioneers of Pagonia. Ja, die letzte Folge war etwas länger, eine leichte Überlänge gehabt. Aber ich wollte unbedingt Angst und Schrecken über die Schemen bringen. Und das ist uns geglückt. Das ist uns geglückt. Die Schemen zumindest da in der Gegend, die hatten das Nachsehen. So, ich schau mal, was ich hier so an Leute rum existieren habe. Da steckt ein Veteransoldat fest. Und wir haben immer noch Ärger mit Banditen. Und mit Dieben und so. Hier ist die Holzwerkstatt. Fertig. Da. Da hatte ich gesagt, bitte Fackeln produzieren und Zahnräder. Das wurde auch gemacht. Wie viele Fackeln habe ich jetzt so insgesamt gesehen? Kann ich das? Oh, die sind, glaube ich, das sollte reichen. Das erste. Ja. Wie sieht es hier aus? Die haben komischerweise nichts zu tun. Das kann eigentlich nicht sein. Leichte Rüstung. Hier macht noch mal so 10 Stück davon. Sicher ist sicher. Der Wachturm. Alle erreichbare Territorium in Reichweite eingenommen. Da geht nichts mehr, sagen die. Was habe ich da stationiert? Wachen. Die brauche ich dringend woanders, dann würde ich sagen. Kann dieser Wachturm eingerissen werden? Die Leute können entweder da sozusagen Platz nehmen oder halt entsprechende Stellen, die zu besetzen sind, besetzen. Da wird Eisen abgebaut, das ist cool. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Immerhin. Wie sind die anderen? Ich brauche so etwas Übersicht. Und langsam verliere ich die hier. Wie sieht es hier aus? Ach, da hat sich einiges an Kalksteinen angesammelt. Das ist auch in Ordnung. So. Oha. Ach ja, Stein. Das war das andere Problem. Hier haben wir Kalkstein. Hier haben wir Steine. Immerhin. Ja, ein Steinmetz ist quitt geworden, also beziehungsweise die Produktion von Stein ist da nicht mehr möglich. Aber hier sehe ich Möglichkeiten. So, Steinbruch. Den setze ich dann mal locker hier hin. Und der darf natürlich dann Stein abbauen. Ja. So, und Stein ist kein Mangel, das ist schon mal cool. Wie sieht es hier aus? Da ist alles weg. Abbauen kann der auch nichts mehr. Und dann reiße ich das Gebäude ab. Auch hier hat sich das erledigt. Keine Kohle mehr. In Reichweite. Da ist alles weg. Jo. Dann kann ich auch das Gebäude einreißen. So. Ach ja. Steinbruch. Oh Mann. Jetzt wird es aber heftig. Der kann auch weg. Kohletagebau. Der ist auch Geschichte. Da ist auch nichts mehr. Also ich brauche noch wenigstens einen weiteren Steinbruch und ich brauche noch Kohle, das ist aber kein Thema, das kriegen wir hin.
die wir gerade sehen konnten. Kohle, Eisen da. Da kann ich Kohle abbauen. Ein Steinbruch habe ich in Auftrag gegeben. Ich glaube, das kann weg. Das hat seinen Sinn verloren. Hier wird Stein abgebaut. Habe ich noch irgendwo weiteren Stein in der Nähe? Ja. Da gibt es auch noch ein bisschen Eisenerz. Erz. Ja, auch jede Menge Steine. Hier, Moment mal. Holz und Stein, das ist mein Stein. Oha. Nur da dran kommen ist unter Umständen ein Problem. Das geht. Wo müsste ich lang? Oha. Ja. Moment mal, das klappt ganz gut. So. Der kann sich da austoben. Und damit habe ich wieder zwei Steinbrüche, demnächst zumindest. Wo habe ich denn Steinmetze? Moment, Augenblick. Steinmetz. Ich sehe ihn immer noch nicht. Da. Volles Warenlager. Er produziert. Bitte schön dann auch dieses. Dann brauchen wir dringend. Habe ich gerade gesehen. Achso, der ist schon dabei. Ja, dann, ja, Moment, dann machen wir das anders. Augenblick mal eben. Dann ist das. Ja, egal. Dann sollen die das erstmal so machen. Steinmetz. Ein Augenblick mal eben. Ne, da brennt weiter nichts, wie ich das richtig sehe. Werkzeug müssen wir herstellen. Immer noch wo? Stelle jegliche 10 Werkzeuge in der Werkzeugschmiede her. Entscheide selbst, welche Werkzeuge dir bald fehlen könnten und stelle insgesamt 10 her. Ja, das können wir machen. Was ist hier los? Banditen. Lager wurde entdeckt. Einheit geriet durch ein schon wieder Schemen. Wo sind die denn jetzt? Da. Okay. Sie sind ein bisschen nervig. Da habe ich 10 und hier habe ich 6. Moment. So. Sehr gut. Schneiderei. Die ist noch eifrig dabei. Holzwerkstatt. Was war zu tun? Werkzeugschmiede. Wie sieht es denn mit Werkzeugen aus? Ich bräuchte eventuell Sägen. Sägen sich gerade. Ich mache da mal so 3 Sägen. So, hier sind die Sägen. Moment. Ja, egal. Dann mache ich 6 Sägen. Dann kommen wir auf 10. Was ist das? Meißel. Da könnte ich ein paar mehr gebrauchen. Meißel. Da sehe ich sie. Das wären dann 7. So richtig? Jo. 10. Alles andere. Boah.
das müsste eigentlich dann die Aufgabe da lösen. Wenn schon darüber. Insgesamt gesehen. Von der Stückzahl, die ich da brauche. Okay, weitere Waldläufer sind unterwegs. Okay. Was? Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Banditen. Ich werde schon wieder von Dieben und Banditen angegriffen. Die irgendwo da ganz hinten existieren. So. Soldat, da habe ich 9. Da bin ich komplett. Forget-Abteilung. Da habe ich nur noch 7. Und da ebenfalls 9. Wie sieht's aus? Mal so auf Verdacht. Da bin ich voll besetzt und hier auch. Das ist cool. Hat schon wieder irgendein Dieb was geklaut. Ja, Diebe, Banditen, hast du nicht gesehen? Hier haben wir ein Banditenlager. Die hier sind ja soweit alle weg. Dieben angegriffen? Wo haben wir denn die nächsten? Die nächsten Plagegeister. Das Banditenlager. Das ist aber keine hier von uns. Das sind andere. Okay. Folgender Vorschlag. Ein Wachturm. Einen setze ich hier hin. Meinetwegen so. Hier brauche ich Veteranenwachen, die dann hier das Gebiet weiter aufdecken sollen, beziehungsweise die Grenzen entsprechend verschieben sollen. Was habe ich hier? Veteranensoldaten? Okay. Warum sind die da und nicht da, wo sie gebraucht werden? Also hier bräuchte ich jemanden. Und da? Warum sind die... Moment. Ja. Das machen wir anders. Dann gehe ich auf 0. Dann gehe ich auf 10. So. Mein Fehler. Dann, wie sieht es hier aus? Die sind aber auch nicht komplett. Ist manchmal nicht immer so ganz nachvollziehbar, nach welchen Kriterien hier die Leute dann, also die entsprechenden Stellen besetzt werden. Beziehungsweise warum da Stellen teilweise unbesetzt bleiben. So, wo war das mit den Schemen? Dann habe ich meine Leute,
da war das mit den Schemen. Genau. Also relativ viele Grabstätte. Ein weiteres gegnerisches Lager wurde entdeckt. Cool, okay. Da habe ich 10 Männekes. Die schicke ich hier schon mal hin. Dann, da sind es jetzt auch 10. Auf geht's. Rambazamba. Ja, macht da mal so, räumt da mal so ein bisschen auf. Besser ist das. Damit sich meine Leute nicht ständig erschrecken. Oha, da kommen sie angewetzt. Da geht es den Schemen an den Kragen, meinen Leuten aber zum Teil auch. Was weniger gut ist. Setzt euch durch. Ich glaube, das ist der letzte, ne? Sehr cool. So, sonstige Schemen hier in der Nähe oder so. Ich sehe erstmal nichts. Auf den ersten Blick. Das ist cool. Das ist ja schön. Das freut mich sehr. Dann kann ich das wieder hier hinsetzen. Und auch hier. Können die lieben Leute wieder zurück. Und sich von ihren Schrecken und Wunden erholen. So, auffälliger Turm. Auch da kann ich nichts machen. Also der hat zwar hier eine, diese rote Umrandung, wenn man so will, aber ich sehe hier keinen Punkt, wo ich irgendwie andocken kann. Wir können das mal ausprobieren. Ich umrande den mal so. Ob das was bringt, keine Ahnung. Da weiß ich echt nicht weiter. Moment mal, hier ist jemand, der Kohle abbaut. Wo kommst du her? Das ist ein Steinbruch. Ich meine, schön, dass du Kohle abbaust, aber wo habt ihr euer Nomenziel? Wir müssen. Warte mal, wenn ich denn. Minenarbeiter anklicke, da müsste doch eigentlich die entsprechende. Ah! Okay. Ja, das ist schön, das ist cool. Die hatten mal da ihren Abbaubereich. Gut, der Weg ist zwar weit, aber naja. Ich mach mal Folgendes, weil der Weg ist wirklich weit. Es war sehr schön, dass die das machen. Aber ich deaktiviere das Gebäude hier mal. Und gehe hier hin mit der Kohle. So. Okay. Dann könnt ihr da entsprechend dann Kohle abbauen. Ich glaube, das ist besser. So. Diebe. Wir haben unheimlich viele Diebe hier noch rum. Moment, also von da könnt ihr auf keinen Fall kommen. Aber wir können ja mal schauen,
wo die herkommen. Steinbruch, schon wieder ein Steinbruch ohne irgendwas. Achso, da ist der Kalkstein zu Ende. Das ist nicht ein wirkliches Problem ist. Da ist auch nichts mehr, das kann ich einreißen. Eisenerz? Ich jetzt erst. Oh, erfreulich. Was man so alles findet. Und worauf kommt oft? Die rennen in diese Richtung. Muss doch hier irgendwo ein Diebeslager sein. Was ist die Zeit? Wird langsam knapp. Ja. Nee, das ist ein Sägewerk, das ist ein Steinbruch, das ist alles hier, die ne, sind die anderen, das andere Dorf. Der liegt das andere Dorf. Wir müssen hier irgendwo. Ne, das ist ein Banditenlager. Was leider immer noch existiert. Da werden doch schon wieder Einheiten von Banditen angegriffen. Irgendwie habe ich die Diebe aus den Augen verloren. Ne, da sind sie. Da sind sie. Das ist immer noch das Sägewerk. Wie weit die weg sind, ne? Wie weit, welche Wege die da hinter sich bringen müssen. Ja, zu einem scheint wirklich nur Träger zu sein von der anderen Fraktion. Guck sie dir an. Ja, geschickter Dieb und bla, und hast du nicht gesehen. Sausäcke. Mann. Das will ich jetzt wissen. Ich muss mal ungefähr wissen, wo die herkommen. Das ist ein baufälliger Turm. Hier haben wir schon wieder irgendwelche Banditen. Achso, ja, da sind die D555 dahin. Also die Richtung hier. Okay. Ja, ist egal. Also wir wissen so ungefähr, ne, also hier in dem Bereich, ja, was hier noch so unbekanntes Gebiet ist. Da juckt es. Da müssten wir hin. Einen Moment mal eben. Das mache ich mal. Eben, alles eben. Ich habe doch irgendwo Entdeckerposten. Da ist einer. Gut. Der ist jetzt 10.000 Meter entfernt. Von jeglicher fremden Umgebung. So, wie weit ist denn dessen Einflussgebiet? Gar nicht mal so wenig. Setze ich mal die Nadel dahin, dann können wir da entdecken. So, einen Moment. Dann haben wir hier noch einen, das ist genau jener. Der hat. Ah, alles klar. Okay, verstehe. Was? Ach, du wirst verrückt. Alter, das nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende. Ihr könnt euch da mal hier so ein bisschen umtun. Banditenlager. Zwei Stück. Alter, was soll das? Diebeslager. Was? Es nimmt einfach kein Ende. Kein Wunder, dass ich ständig angegriffen werde. Moment, hier ist ein Wachturm. Der ist nicht mehr nötig. Wurde einreißen.
wir werden auch hier ständig angegriffen. Gegnerisches Lager entdeckt. Na gut, das ist eine andere Geschichte. Aber hier die Diebe, die machen mir hier echt das Leben schwer. Meine Herren. Ja. Also wir haben durchaus... Mal schauen, da musste ich noch ein bisschen was tun. Wie sieht's hier aus? 8 Veteranensoldaten existieren hier rum. Eine Wache. Gut zu wissen. Ja, wir haben hier durchaus den ein oder anderen Erfolg mittlerweile zu verzeichnen gehabt. Ne? Gerade hier auch mit den Schemen. Da haben wir ganz gut zugeschlagen, glaube ich. Die sind wir zumindest fürs Erste los. Ob das jetzt wirklich alle waren, mag ich bezweifeln. Die Insel ist nur relativ groß. Man sieht es hier. Ne? Wir haben zwar schon einen ziemlichen Teil hier aufgedeckt, aber es gibt noch viele Gegenden, die unbekannt sind. Und ja, es bleibt immer noch herausfordernd, was ich gut finde. Und wie gesagt, das ist jetzt die 81. Folge. Das ist schon jetzt die 81. Meine Herren. Es werden noch weitere kommen, auf jeden Fall. Es bleibt spannend, es bleibt herausfordernd und es bleibt immer noch sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich fühle mich hier pudelwohl. Ja, wenn ich auch hier schon mal ein bisschen am Meckern bin oder mich hier über die Schemen und Dieben und Banditen ärgere und so weiter. Aber das ist ja die Herausforderung bei diesem Spiel. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Ja, was die Leute hier den Hauptentwickler, den guten Volker da hier erstellen und was die hier so auf die Beine gestellt haben bis jetzt. Hut ab, kann man da nur sagen, Hut ab. Es gibt natürlich, wie immer, ne, hier den ein oder anderen Punkt, wo ich dann sage, hätte ich lieber so, hätte ich lieber so. Ihr kennt das ja, da habe ich ja schon drüber gesprochen. Aber im Großen und Ganzen, geiles Game, kann ich nur so sagen. Also wer solche Spiele mag, ne, also der ist hier auf jeden Fall nicht schlecht. Der wird hier nicht schlecht bedient. So. Gut, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ne? Wir haben also noch die Siedlung oder dieses Dorf hier, das wir hier durchbringen müssen, wo wir noch lange nicht dabei sind, dass wir sagen können, irgendwie, wir haben hier alles im Griff. Mm-mm. Es wird langsam besser. Es wird langsam besser, aber es bleibt immer noch herausfordernd. Und insofern danke ich für euer Dabeisein. Danke ich für eure Unterstützung, für deine Unterstützung besonders. Freut mich sehr, dass ihr hier mich nach wie vor begleitet. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.